Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Fullface Kia Tee oder Sia Tee London. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wir haben immer mal wieder etwas von dieser Marke in Beautyboxen oder auch in Adventskalendern drin gehabt, sodass ich fast ein Fullface zusammen hatte. Und ich habe auch gemerkt, dadurch, dass ich die Produkte auch selber behalten habe und wenn ich sie angewendet habe, dass ich sie auch einfach mochte, dass die Marke echt gut zu sein scheint. Ja, und dann bin ich halt so durchs Internet gestöbert und habe gesehen, dass man halt auf der Homepage das selber bestellen kann. Da musste ich auch nichts dazu bezahlen an Zoll oder sonst irgendwas. Und bei Zalando, glaube ich, kann man da auch was von kaufen. Ich verlinke euch die Produkte, sofern ich sie finde, in der Infobox und starte einfach mal mit dem ersten Produkt, was ich auch in einem Set gekauft habe mit weiteren Produkten. Das ist der Watermelon Burst Hydrating Primer. Und der sieht doch schon mal sehr schön aus. Ich hoffe nur, dass er nicht zu klebrig sein wird. Das ist nämlich so eine richtig gelige Konsistenz. Und entweder sind die dann wirklich richtig schön feuchtigkeitsspendend bei mir, wenn ich sowas verwende. Oder die werden so super sticky, sodass alles Mögliche sich nur noch abrollt. Mal gucken. Riecht auf jeden Fall auch echt nach künstlicher, aber nach angenehmer Wassermelone. Das ist ganz witzig, da sind ja auch so gräuliche Punkte drin. Das sind aber auch eher nur so Gelpunkte. Die werden auf der Haut dann auch einfach, also die verschwinden einfach, ne, und werden eins mit der Haut. So weit, so gut. Jetzt gehen wir mal zur Foundation. Da hatten wir, also wir haben generell bei der Marke nicht so super viel Auswahl an Produkten. Das ist die Extraordinary Foundation. Radiant Buildable Coverage Foundation hört sich sehr gut an. 50 ml ist super viel. 101N Porcelain habe ich mir geholt. Und da musste ich wirklich nach Swatches im Internet suchen. Das war gar nicht so leicht. Und ja, jetzt habe ich sie hier. Das ist halt eine Tube mit Pumper oben dran. Das haben wir auch schon bei anderen Marken gesehen. Ja, und dann mache ich das mal so, wie ich mir Foundation aufgebe. Ein Pumper pro Seite mit einem Foundation Buffer einblenden. Farbtechnisch ein Tick zu peachy, glaube ich, ne? Ich habe keinen Concealer. Da muss ich mal schauen, entweder, dass ich gar keinen Concealer heute verwende, je nachdem, wie deckend die Foundation ist, oder halt einen anderen. Okay, wow, wenn ich das jetzt so ausblende, geht es klar. Und das kann ich auch als Concealer-Ersatz verwenden, weil die Deckkraft hat schon, also ist schon eine Medium-Deckkraft. Ne? Meine Muttermale scheinen noch ein bisschen durch, aber ich bin nicht so mega krass abgedeckt. Ich habe jetzt hier so ein angefeuchtetes Schwämmchen und damit werde ich die Foundation dann nochmal etwas mehr einarbeiten. Denn das muss ich definitiv, sonst ist die zu streifig. Okay, die sieht sehr, sehr krass auf der Haut aus, weil die sich nicht so super schön mit der Haut verbindet, wie ich das jetzt bei anderen Foundations kenne. Ist aber jetzt erstmal soweit okay. Ich habe aber schon so, also wenn ich jetzt so von Namen gucke, ne, dass ich richtig krass sehe, dass ich Foundation drauf habe. Aber ich muss mal gucken, wie sich das nachher mit den anderen Sachen noch verbindet und dann halt aussieht. Ja, ansonsten würde ich sagen, farbtechnisch bin ich jetzt einfach von der Hautfarbe so hell, wie ich sonst gar nicht übers Jahr bin. Ne? Also ich bin super, super blass. Das heißt, Richtung Sommer, Frühjahr wird die mir natürlich noch viel, viel besser passen. Jetzt geht es halt, ne? Ich muss die halt schon gut den Hals runterblenden, weil man das ansonsten schon sieht. ihr werdet es ja auch in der Kamera sehen. Und ja, aber ist okay. Sehr radiant, definitiv, das kann man auch so sagen. Sieht auch sehr feuchtigkeitsgespendet aus. Ich denke, dass da das Zusammenspiel von Primer und Foundation einfach das Ergebnis machen. Und jetzt verwende ich einen Liquid Highlighter. Da habe ich Dewy Highlight Glossy Cheek Glow. Habe ich in der Farbe Dew Drop und da sind 10 ml drin. Ich glaube genauso auch wie in dem Primer, ne? Der hat hier so einen dünnen Applikator. Ich gebe mir das aber nicht direkt auf mein Gesicht, sondern auf meinen Handrücken. Ui, das ist schon dunkel, wenn ich mir das so angucke. Wow. Ach so, okay, wenn ich das aber verblende, dann wird es definitiv okay, es wird definitiv durchsichtig, aber guckt mal. Das ist so gelig. Hat jetzt irgendwie gar keinen wirklichen Schimmer oder so drin. Das ist halt mehr so, weiß ich nicht, würde ich vielleicht in die Foundation oder in den Primer mit reinmachen. Aber so hat man halt eher gut, ne? Dadurch, dass es halt eher so speckig ist, hat man halt diesen Glow. Aber dann mache ich ja auch Puder drüber. Muss ich mal gucken, wie ich das am besten angewendet bekomme. Ich meine, dass ich dieses Produkt aber auch in dem Set mit drin hatte. Das
ja, liegt einfach dann auch entsprechend auf der Foundation. Verstärkt den Glow nochmal, trägt die Foundation nicht ab. An und für sich ein schönes Produkt, wenn man überhaupt gar keinen Glitzerschimmer mag. Setten werde ich das Ganze mit dem Extraordinary Loose Powder. Das hatten wir auch mehrfach in der Glossybox, glaube ich, drin gehabt. 7 Gramm sind das. Das ist translucent. Und ich meine sogar, dass ich das schon mal leer gemacht habe. Und das kommt jetzt erstmal mit dem Schwämmchen um meine Augen drumherum. Ich habe zwar keinen Concealer, den ich setze, aber trotzdem möchte ich ja meine untere Augenpartie weich zeichnen. Und das erreicht man halt, indem man so ein loses Puder mit dem Schwämmchen aufträgt. Und für den Rest des Gesichts nehme ich mir einfach einen Puderpinsel und puder mich entsprechend ab. Und tatsächlich hoffe ich gerade, dass der Glow der Foundation auch wieder so ein bisschen mehr durchkommt, weil das ist mir jetzt sehr, sehr trocken geworden. Upsala. Entschuldigung, im Gesicht, ne? Naja, mal gucken. Also das ist auf jeden Fall das Puder, was ich normalerweise eher so unter den Augen verwende. Jetzt kommen wir zu den kleinen Blush, Bronzer und Highlighter Produkten. Die hatten wir auch der Reihe nach so in Beautyboxen oder irgendwo in einem Adventskalender drin. Palm Island ist der Powder Bronzer. Die haben alle so 2,5 Krämmchen. Das ist ganz niedlich. Der sieht schon hübsch aus mit seinen Sternchen da drin, ne? Das ist schon eine coole Geschichte. Und ja, ich feiere das auf jeden Fall, dass man da einfach immer wieder diese kleinen Geschichten in Adventskalendern hatte. So konnte ich mir die wirklich ein bisschen zusammensammeln. Und ja, das ist ja auch das, was Beautyboxen machen möchten. Die wollen uns ja animieren, dass wir neue Marken kennenlernen und dass wir auch Bock darauf bekommen, die auszuprobieren und uns gegebenenfalls dann auch was davon nachkaufen. Offensichtlich hat mich die Marke CIAT London angesprochen. Ja, sonst hätte ich nicht mein eigenes Geld in dem Maße dafür ausgegeben. Weil günstig sind die Sachen ja nicht, ne? Ja, der ist wirklich nicht zum Konturieren gedacht, sondern wirklich zum Aufwärmen, weil der sehr warm ist, ne? Das ist kein aschiger, sondern wirklich ein sehr beiger Bronzer halt, ja. Aber ich finde den schön, ne? Auch wenn ich tatsächlich dann ja eher zu den Bronzern greife, die jetzt nicht so warm sind, sondern auch so was Kühles mit drin haben, damit ich eben auch ein bisschen konturieren kann, finde ich, dass der auch einen ganz guten Job gemacht hat. Der sieht gut aus, gefällt mir. Ich weiß nur nicht, wie das dann ist, wenn man nicht ganz so eine Blassnase ist wie ich, dann könnte der deutlich zu hell sein. Dann haben wir auch einen Blush, das ist der Matchmaker, auch hier 2,5 Gramm. Der ist so gebacken und hat auch so einen Schimmer mit drin. Also im Prinzip ist das ein Blushleiter. Aber ich habe gleich nochmal einen separaten Highlighter auch. Den Pinsel mache ich ein bisschen sauber, ne? Nehme aber immer noch den gleichen. Und dann trage ich mir den Blush einfach mal ganz entspannt auf. Und ja, man sieht ja auch direkt den Schimmer, ne? Und der ist schon intensiv. Aber es passt, ne? Das ist alles schon sehr harmonisch in meinem Gesicht. Das ist schon ganz cool. Und jetzt kommt der Highlighter ins Spiel. Da habe ich den Moon Dust. Auch hier, nee, nicht auch hier. Das sind 1,5 Gramm, das ist weniger. Da ist gar nicht so super viel dann drin. Also den könnte man tatsächlich sogar noch irgendwann in seinem Leben leer kriegen. Ich frage mich nämlich bei manchen Highlightern, die so riesig sind manchmal. Hoi, wie soll man die mal irgendwann aufbrauchen können? Ja, ach komm, nehme ich auch den gleichen Pinsel. Aber ja, den gibt es ja auch noch in groß, ne? Den trage ich hier auf und der knallt. Der ist schon intensiv, ne? Man sieht's. Man sieht ihn definitiv, ja. Mhm. Ein sehr kühler, aber ein sehr schöner Highlighter, finde ich. Ja, augenbrauentechnisch sind die hier ein bisschen anders unterwegs. Und zwar haben die hier diesen Microblade Brow. Habe ich mir geholt in der Farbe Light Brown. Ansonsten habe ich, glaube ich, keinen Augenbrauenstift dort gefunden. Darum, ne? Das heißt, wir nehmen jetzt hiermit einfach mal so ein bisschen Vorlieb. Ich versuche mich hiermit halbwegs schöne Augenbrauen zu zeichnen. Das ist halt so ein Dreizack, Vierzack, wie auch immer. Ne? Eigentlich etwas, ja, wo ich jetzt nicht so ultimativ drauf abfahre. Zumal die auch super schnell immer Uppe sind. Also, dass du quasi, dass sie dann leer sind, finde ich. Aber nicht meckern, ausprobieren. Also, schauen wir mal. Tja, ich würde mal sagen, der ist wie seine ganzen Drogeriefreunde, die er hat, ne? Dass der halt einfach super schnell nicht mehr malt. Das ist doch blöd. Ja, ich muss den halt quasi richtig aufdrücken, aber dann malt der halt nicht mehr präzise. Also man sieht jetzt wirklich den Unterschied minimal. Also es ist ein Unterschied da, ja, aber es wird irgendwie lila auf meiner Augenbraue. So ein bisschen, ne? Also ich persönlich finde, dass das total bekloppt aussieht. Bin ich jetzt einfach mal ehrlich, es ist nicht meine Applikationsform und wenn du hier nicht ein hundertprozentiges Farbmatch hast, dann ist das uncool, ne? Der malt halt super dezent, das ist so wässrig und guckt euch das mal an, wie furchtbar das aussieht. Nee, ne?
Denn ich versuche mir natürlich immer so ein bisschen die Augenbrauen ein bisschen zu intensivieren. Ich verwende jetzt mal ein Augenbrauenprodukt, was ich hier habe, um das Ganze zu retten und schön zu machen. Ja, ist jetzt auch nicht optimal geworden, aber es ist halbwegs brauchbar jetzt vom Ergebnis her. Ne? Naja, Augenbrauenprodukte bin ich jetzt also nicht so Fan von. Diese Lidschattenpalette hatten wir vor einem Jahr, 2 Jahren in einem Adventskalender von Glossybox drin. I am a woman, what's your superpower? Von CRT London. Und da kann ich euch natürlich im Edie's Watchers verlinken, denn das mache ich jetzt hier immer in den Shorts. Und hier haben wir dann einmal die Lidschattenpalette. Die sieht wirklich richtig, richtig, richtig cool aus, finde ich. Und wir haben halt vor allem so bärige Töne, aber auch sehr viel dieses neutrale und nudefarbene. Und ja, da würde ich sagen, schminken wir hier mit mal einen Look. Das Witzige bei dieser Lidschattenpalette ist halt einfach, dass die Töne so heißen wie berühmte Frauen, die was bewegt haben. Und deswegen beginne ich mit Frida Kahlo. Das ist dieser matte Elfenbeinton hier oben. Und damit sette ich einfach mein komplettes Lid. Dann nehme ich mir den Ton Ruth Bader Ginsburg. Die kenne ich nicht, aber die nehme ich jetzt. Und ich wollte eigentlich ganz gerne heute so ein Halo-Eye schminken. Habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Das heißt, ich setze mir den einmal hier innen rein. Sehr staubig das Ganze. Und hier außen. Dann nehme ich mir den Ton Madame CJ Walker und einen Blendepinsel. Und blende mir den Ton dann auch nach oben und nach außen hin etwas aus. An den unteren Wimpernkranz gebe ich mir auch die Ruth auf, das aber in der Mitte eine ganz kleine Lücke. Claudette Colvin, das ist dieser Champagner-Schimmerton, kommt jetzt auf die Lücke oben, also hier so. Das funktioniert tatsächlich auch mit dem Pinsel. Und mit so einem Point Brush gebe ich mir den dann auch hier unten auf die Mitte. Damit verstärkt man wirklich ganz krass nochmal diesen Halo-Eye-Effekt, ne? Ich finde, das sieht schon mal richtig cool aus, ne? Ist auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes. Und jetzt nehme ich mir noch Ella Fitzgerald. Das ist dieser fast schon silberfarbener Schimmerton. Den gebe ich mir zum einen in meinen Innenwinkel rein. Dann auch noch unter meine Augenbraue. Und das mache ich jetzt aber mit dem Finger genau auf die Mitte. Ja, was meint ihr? Ich finde, es ist einfach mal auch ein bisschen was anderes, aber wir wissen alle, es fehlt hier noch Eyeliner und Mascara und so. Aber ja, ein Halo Eye. Ging sehr einfach mit der Palette. Ich finde die auch sehr, sehr schön. Da lassen sich die Töne auch schön verblenden. Ich habe das jetzt nicht perfekt hingekriegt, ihr wisst das, ne? Aber ja, ist schick. Ist schick, ist schick. Als Eyeliner habe ich hier auch einen. Da hatte ich letztens noch den Stamp & Direct. Den habe ich komplett leer gemacht letztes Jahr. Hier habe ich jetzt den Fierce Flicks. Ja, Precise Tip Liquid Liner, das ist dieser hier. Hat einfach auch so eine Filzstiftspitze. Und damit ziehe ich mir jetzt einen Eyeliner. Der malt auch sehr schön. Also ich mochte ja auch den Stamp & Drag sehr gerne. Und der hier hat auch ein schönes Ergebnis gebracht. Mag ich gerne leiden. Jetzt kommen wir zu einem Setting Spray. Das ist das Everyday Vacay. Da hatten wir, glaube ich, auch irgendwas schon mal von gehabt, weiß ich aber nicht. 75 Milliliter sind da drin. Das war auch in dem Set drin enthalten, soweit ich mich erinnern kann. Keine Kugel. Sieht schon edel aus, ne? Gucken wir mal vom Sprühstoß her. Okay, ja. Keinen großen Duft. Huh. Das ist schon intensiv, ne? Boah, habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Das ist übrigens auch eine tierversuchsfreie Marke. Ja, das bringt auf jeden Fall... Irgendwie habe ich jetzt wieder mehr Glow im Gesicht oder kommt nur mir das so vor? Ich weiß es nicht. Ich sehe auf jeden Fall nicht mehr so todesmatt aus. Jetzt werden die Wimpern erstmal gebogen. Und dann verwende ich als Mascara die Triple Shot XXL Mascara. Ja, die hört sich schon mal sehr verheißungsvoll an. Schauen wir mal, was dann dahinter steckt. Wir haben ein tannenbaumförmiges Faserbürstchen und das schaut einmal so aus. Die duftet gerade bis hierhin, also die riecht schon. Ja, also man nimmt diesen Duft für Mascara wahr und ja, die probieren wir jetzt mal aus. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara ist schon sehr solide. Ich finde die echt gut, aber man muss aufpassen, denn die macht wirklich, also die gibt sehr viel, nicht nur sehr viel Produkt ab, sondern die hat auch so Fasern mit drin.
Ich gucke hier gerade an der Kamera vorbei und sehe Sammy, wie er da vorne liegt und träumt. Süß. Ja, also richtig krass und macht Wawawum. Macht Wawawum. Das kann man sagen, ne? Nicht anders. Also es passt jetzt natürlich auch zu den Halo Eyes, weil da braucht man das auch, dass du halt eine Mascara hast, die ein bisschen mehr Kabuff macht. Und ansonsten sieht das nämlich zu merkwürdig aus. Und ja, schöne Mascara. Kann ich empfehlen. Muss man nur ein bisschen mit Vorsicht genießen. Kommen wir zu guter Letzt mal zu den Lippen. Da habe ich hier einen in der Farbe Muse. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ist einfach ein Lipstick, ne? Sieht eigentlich aus wie eine Mascara im Prinzip vom Packaging her. Ist einer zum Hochdrehen und auch da haben wir wieder dieses niedliche Schleifchen drin. Sage Lütgen, der passt gerade richtig gut zum Look, würde ich mal so sagen, oder? Also der gleitet auch schön über die Lippen, ist ein schöner Bärenton. Ja, und das ist jetzt mein fertiger Look. Ich bin erstaunt, muss ich wirklich sagen, aber gleichzeitig doch nicht so erstaunt. Also die Base ist mir persönlich, also tatsächlich die Foundation, die ist mir ein bisschen zu schwer. Aber da kann man natürlich auch, indem man vielleicht einfach das mit, ja, zum Beispiel hier dem Dewy-Produkt zusammenmischt und dementsprechend etwas weniger Foundation verwendet, vielleicht etwas leichter gestalten, ne? Aber an und für sich, so im Gesamtbild, finde ich das so stimmig und ich finde, es sieht gut aus. Die Augenbrauen triggern mich ein bisschen. Okay, aber ansonsten, Leute, haut mal raus, ne? Wie findet ihr das? Ich fand das jetzt auch mal ganz interessant, einfach mal zu schauen, Mensch, wir haben jetzt schon so oft die Marke irgendwo in Boxen drin gehabt, dann kaufe ich mir noch den Rest vom Schützenfest, habe ein Fullface und kann euch dann sagen, wie ich die Marke an und für sich finde, so von den Produkten, ne? Bumm. Das fand ich wirklich mal interessant und vielleicht mache ich das auch ein paar Mal öfter. Und dann war es das hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!